Auf geht's, Freunde. Heute spielen wir in Stalingrad. Oh Mann. Mit der Hobbytruppe. Kann ich eigentlich irgendwie verbessern? Ja. Hast du schon mal einen zweiten Stern bekommen? Das wäre schon mal ganz toll. Das kostet aber ganz schön Punkte. Na gut. Na, mehr haben wir nicht. Ich hätte gern was anderes als diese hässliche Ladung. Die ist echt furchtbar. Univermark Süd. Keine Ahnung, was es ist. Und wir sollen verteidigen. Oh Gott. Das wird ja lustig. Ah, hier, mein Pioniertrupp. Ja, ich habe einen Pioniertrupp. Posten aufbauen. Oh, ich finde das immer so furchtbar, wenn ich so eine Hobbytruppe habe. Ja, wenn das Spiel läuft und wir gewinnen, ist alles immer gut. Wenn wir verlieren, dann jetzt mal eine bessere Truppe. Richtung kommt der Gegner. Irgendwo von da. Versuchen wir mal irgendwie nach hinten zu kommen, dass wir hier irgendwo. Können wir hier rein? Sieht so aus, ja. So, mal gucken, ob wir den in die Stellung halten können. Kleine lustige Knarre und jetzt kommt Artillerie-Spam. Natürlich auch meine Stellung wird sofort. Wieso bin ich ein. Das ist einfach ein Witz, ehrlich. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen. Zwei Posten auf einem Haufen. Lang und weit. Hoch und weit bringt Sicherheit. Den hat's erwischt. Den auch. Geh mal gucken. Jetzt geht der noch mal Granate dabei hat. Okay, der hat keine Granate mehr. Wir sind sehr hart an der Front. Da hinten über ran. Diese Bots. Wir halten hier die Stellung, so lange wie wir können. Schlecht geschossen, aber ich muss mich auch erstmal wieder an die Truppe gewöhnen. Oh Gott, auch Granaten haben wir, ganz toll. Wenn einer checkt, dass wir hier den Posten haben, dann sind wir sowieso am Arsch. Granatenswärm ist gut. Kann ich alle haben, kommt schon. Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Dass er immer im richtigen Moment um die Ecke kommt und ich hab hier einfach nichts mehr. Auch einen beschissenen Posten da. Ah, meiner ist halt der provisorische, der schnellzeitig nicht kriegen konnte. Dass ich jetzt hier rankomme, könnte das Spiel schon vorbei sein. Ja, es kommt halt keiner, ne? Das
ist nur fucking Hero Roland im Punkt mit der Bob-Truppe und soll das irgendwie verteidigen, angreifen. Wie auch immer. Jetzt habe ich natürlich meinen Pioniertrupp gerade geopfert. Das ist natürlich schlecht. Ich kann natürlich nochmal hinrennen. Das wird zwar nichts mehr bringen. Aber hey, dabei sein ist schließlich bekanntlich immer alles. Der Gegner hat den Kontrollpunkt erobert. Verteidigt den nächsten! Ist das sofort richtig? Ja. Hilft mir alles nichts mehr. Ich kann jetzt hier 10.000 Leute erschießen. Der war gut geschossen. Alles raus, was keine Miete zahlt. Wir stehen noch vorne an der Front. Das raus, was keine Miete zahlt. Ja, im Umlegen bin ich klasse. Mal ein bisschen wieder drin bin. Ich würde jetzt auch ganz gerne fallen, aber irgendwie klappt das nicht. Der Klassiker, wenn du jetzt mal sterben willst, dann kannst du es nicht. Ja, schieß mal auf mich, viel Spaß. So, immer for the win. Ein weißer Mann ist. Es sind noch mehr weiße Männer. Man knallt mich schon jemand ab. Die Bombe. Hier wäre der Panzer. Ich renne hier immer noch rum. Na endlich, vom Scharfschützen, der die ganze Zeit irgendwo campt, der ist da. Ja, wir können noch nichts machen. Ich könnte mal mit dem Panzer vorfahren. Oh, nö, der ist ja so weit weg, bis ich da bin. Ist die Nummer dreimal durch. So, Deckung auf der Position. Langsam mal einen Kopf einziehen, wenn ich du wäre. Schneller weglaufen kann. Den T-Schützen hat er gut weggeholt. Komm mit rein, ne? Der ist. Also, da wird sich aufs Klo zurückgezogen und gecampt, aber richtig bitterböse. Einfach, ja. Die Leute spielen immer realistisch Stalingrad, ne? Das darf man nicht vergessen. Ne? Also, da wird dann immer gecampt und gewartet in der Ecke und gehofft, dass man es irgendwie überlebt. Von außen. Ich weiß noch nicht, wo er steht, das ist mein Problem. Ich werde es gleich merken. Spätestens jetzt. Ja. Ja, ist er ja im Campen immer ein Hochgenuss, den Leuten dabei zuzusehen, wie sie Wochen, Monate lang nur damit verbringen, eine Stellung zu finden, wo sie die Leute wegsnipern können, auch wenn das Spiel verloren geht. Darum geht es ja auch nicht. Es geht ja auch nie darum, ein Spiel zu gewinnen, sondern die bestmögliche KD für sich am Ende rauszuholen. Ja, und die Leute im Stich zu lassen,
die eben halt wirklich probieren, das Spiel zu gewinnen. Keine Ahnung, wo der hin ist. Freunde, startet gerade vorne. Er sieht hier raus. Gehen wir mal rein ins Kaufhaus des Westens. Müssen wir Sniper aufräumen. Stinkt doch hier nach außen. Hallo. Truppe hat es noch nicht erwischt. Na, wer sieht jetzt wen hier als erstes? Wo schießen die denn? Vor allen Dingen auf wen? Ich habe ja Zeit hier. Wird ja überall nur gecampt. Schießen üben wir noch ein bisschen, ne? Ich geh mal hoch. Ja, den habe ich zum Glück nicht gesehen. Das dauert. Gehen wir mal hoch. Das sind nur die Bots. Du willst mich jetzt hier oben kurz gesehen haben. Das ist ja auch manchmal auch eine Verarsche, ne? Ah, snappern können wir alle. Zack, der entfernt. Da musst du schon relativ genau zielen, damit du die triffst. Es ist so klar, weißt du, bei mir der Panzer direkt gesehen, kein Problem. Das ist immer wieder schön. Der Gegner bewegt sich null, aber auch wirklich gar nicht Richtung Punkt. Ich habe den ja nicht umsonst hier hingebaut, den Posten, damit wir hier direkt einen Einzugswinkel haben, wo wir direkt wieder hier in unseren Punkt reinkommen. War doch gerade drin im Verein, wo ist er denn jetzt hin? Ich meine, hier hat jemand mal ganze Arbeit geleistet und mal wirklich Verteidigung gelernt. Komm, wir ärgern den Panzer da draußen ein bisschen. Das bringt zwar nichts, aber. Der denkt, da ist Rauch und dann wird er schon irgendwie ein Medikus. Oh, du gehst ja zu mir. Na, such mal wieder ein paar Sniper. Ja, snipen, campen, irgendwo außerhalb des Punktes stehen. Einfach schön. Ah, der ist. Das ist. Die versuchen gar nicht, den Punkt einzunehmen. Im Gegenteil, die versuchen, oberhalb des Punktes zu stehen, um die Leute wegzusnipern, die im Punkt stehen. Ja, immer wieder schön. Wir müssen die Russen jetzt suchen. Weil die alle weg sind. Du siehst niemanden. Hallo. Die Hälfte hat schon das Spiel verlassen. Schnauze voll. Auch ein bisschen Rauch hier. Mitgegeben. Lang und weit. Ja, Granate war gut. Ah, ich hab Pizza.
Jetzt bin ich verprügelt worden. Ja, schön. Was, wo sind alle Posten hin? Ach ja, ich habe ja den Ding, Entschuldigung. Das ist immer wieder toll. Ja, nicht meckern. Es wäre schön, wenn wir hier so ein bisschen Deckung haben. Vor allen Dingen hier wäre eine Verteidigung wichtig. Wenn die Leute hier hochkriechen, wäre schon echt sexy, wenn wir da eine Wand hätten. Die wenigstens ein bisschen was abdeckt. Hier brauchen wir auch eine Wand hin. Die Hälfte meiner Truppe ist schon tot. Sehr gut, jetzt gehen wir rein. Haben wir noch das ein Gegner im Verein. Scooby-Dooby-Doo. Okay, warte, Starre, dann bist du. Komm doch, stell dich doch nicht rein. Der Gegner kommt anscheinend mal in den Punkt. Will er denn hin? Nein, er ist definitiv nach oben. Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. Nee, hat er nicht. Lass uns mal helfen, na? In der Ecke wird er schon stehen. Sicher sehen? Kommen wir mit runter. Ja, weißt du, ein göttliches Timing. Ein wirklich immer ein göttliches Timing und schaffst nie das Spiel zu gewinnen. Weißt du, gegen die eine 0,5 KD, ne? Aber Spiel easy gewonnen. Ich wollte gerade da noch ein bisschen Stacheldraht hinsetzen, gerade den Hammer ausgerüstet. In dem Moment kommt er. Andere wäre jetzt langweilig gewesen. Weil ich nicht wechseln kann mit meinen Waffen und so. Also 10 Sekunden vom Ende. Versuchen die Jungs. Ja, snipen. Snipen, snipen, snipen. Der war echt nicht nett. Wir gönnen. Dann auf ihn. So geht's auch. Bauch gehabt. Liegt da einer? Ja. Glaube ich zumindest. Wie war das mit der Ladung? Ja, ich sag ja, göttliches Timing. Göttliches Timing. Hätte ich mich jetzt 2 Sekunden früher umgedreht, ne? 10 Zehntel, eine Zehntelsekunde. Ja, hätte das alles funktioniert. Die spielen kann ich, ist mein Ding. Wenn nicht sowas wie ein Medkit stand hier, zack. Komm, wir finden nochmal den Sniper. Na, wo ist er? Na, wo ist er? Hinten wird nochmal mit dem Panzer gestanden. Ganz weit hinten. Ja, und Snipe! Das ist einfach lächerlich, wirklich. Ja, und göttlich kann er snipern. Guck dir das an. Jedes Fenster ist besetzt, aber es kommt keiner rein in den Punkt. Ich spawn nicht mehr. Ich glaube, die letzten paar Sekunden, glaube ich, kann ich ohne, oder? Ne? Also oben ohne. Ja, also ich habe zwar ausgewählt, ich werde wahrscheinlich spawnen, aber ich will eigentlich gar nicht.
20 Sekunden vorm Ende. Es ist wirklich traurig, wenn du dir sowas anguckst. Wir haben ja nicht gewonnen, weil wir gut waren, sondern weil der Gegner partout nur auf KD gespielt hat und überhaupt nicht wollte. Ja, also gar nicht. Das waren die einzigen, die jetzt noch eine Zehntelsekunde vor hier rein wollte. Ja. Traurig, wirklich. Wow, das nennt sich Kriegsspiel. Das war, ich stehe draußen und gebe Deckung. Und das haben alle gemacht. Ja. Dementsprechend sind die Punktzahlen alle relativ nah. Ich meine, ich habe auch nicht viel gemacht. Für meine Truppe war ich gut. Ja. Mit der besseren Ausrüstung wäre ich klar wieder Erster geworden. Aber guck dir das an. Es ist KD gespielt. Und dann noch nicht mal gut. Dann noch nicht mal gut. Ja, 65 Abschüsse. 63. 63 als Camper. Für jemanden, der da im Punkt gestanden hat. Das ist so peinlich. Ja, das ist ehrlich schlimm, sowas.